Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 3.3, Hilfestellung bei der Eingabe der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 3.3 gehört zum Prinzip 3, verständlich. Informationen und Bedienung der Benutzerschnittstelle müssen verständlich sein. Ich zitiere nach der Übersetzung von Aktion Mensch. Und die Richtlinie 3.3 hat die Überschrift Hilfestellung bei der Eingabe und lautet: Helfen Sie den Benutzern dabei, Fehler zu vermeiden und zu korrigieren. Also es geht um Eingabefehler, die der Benutzer macht. Und wenn Fehler vermieden werden und korrigiert werden, dann kommt es allen Benutzergruppen zugute, insbesondere natürlich Benutzer mit Behinderung, die besonders darauf angewiesen sind und die öfters Fehler machen und für die eine Eingabe aufwendiger ist als für andere Benutzer. Aber eben auch für Anfänger, die einen Computer anfänglich bedienen, oder eine Webseite oder auch ältere Benutzer, die sich schwer tun mit Informationstechnologien und generell jeder Benutzer. Denn jeder macht mal Fehler. Das Erfolgskriterium 3.3.1 hat Doppel-A-Markierung. Also in diesem Video gibt es nur die Kriterien mit A und Doppel-A. 3.3.1 hat den Titel Fehlererkennung und lautet: Wenn ein Eingabefehler automatisch erkannt wird, dann wird das fehlerhafte Element identifiziert. Also es wird gezeigt, wo der Fehler aufgetreten ist. Und zwar, wenn man Farbe einsetzt, ist es schon gut, aber es muss auch noch auf andere Weise markiert werden, denn man darf ja nichts allein durch Farbe markieren. Und der Fehler wird dem Benutzer in Textform beschrieben. Es reicht also nicht aus, einfach nur ein Icon hinzusetzen, sondern es muss schon in Text auch der Fehler beschrieben werden. Ein gutes Beispiel hier, wie man das machen kann, wenn Fehler nicht ausgefüllt wurden, die aber ausgefüllt werden müssen, dann führt es zu einem Eingabefehler und es ist dann eigentlich üblich, dass man die entsprechenden Felder markiert. Man sollte das auch so machen. Und hier wird jetzt nicht nur dieser Pfeil gesetzt, dieser rote, sondern es wird immer auch gesagt, bitte geben Sie Straße und Hausnummer ein für das Feld, Straße und Hausnummer und Postleitzahl und so weiter. Das Erfolgskriterium 3.3.2 hat den Titel Beschriftungen. Im Englischen Labels oder Anweisungen. Und es lautet, wenn der Inhalt eine Eingabe durch den Benutzer verlangt, also wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, werden Beschriftungen, Labels oder Anweisungen bereitgestellt. Es geht ja also darum, dass Formularelemente beschriftet sind, dass diese Beschriftungen auch zugewiesen werden zu den Formularelementen und dass diese möglichst aussagekräftig sind. Es gibt jetzt zwei andere Erfolgskriterien, die ähnlich sind. Und zwar einmal das Erfolgskriterium 1.3.1, überschrieben mit generelle Struktur. Da ging es eben darum, dass man überhaupt Strukturen klar kennzeichnet, wie Überschriften, Tabellen, Listen und eben auch Beschriftungen. Aber jetzt bei 3.3.2 geht es wirklich ganz speziell um Eingabefelder und deren Beschriftung. Deswegen behandle ich jetzt eben auch Eingabefelder unter diesem Kriterium. Es gibt dann noch 2.4.6 aussagekräftige Überschriften und Bezeichner, aber hier geht es nur um die Aussagekraft von Bezeichnern, wenn sie einmal vorhanden sind, während jetzt hier 3.3.2 eben auch verlangt, dass sie überhaupt vorhanden sind. Ich werde das jetzt durch ein Beispiel klar machen, wie das gemacht werden muss. Also es geht hier darum, dass man Eingabefelder mit dem Label-Element kennzeichnet. Das ist übrigens ein Vorteil für alle, denn wenn
ein solches Element mit Label gekennzeichnet ist, wie hier bei diesem Vorname-Eingabefeld, dann kann ich einfach auch auf den Bezeichner klicken und dann springt mein Fokus in das Feld. Oder bei der Checkbox, die ja relativ klein ist und es schwer ist, sie zu treffen, kann ich einfach auch hier auf den Bezeichner HTML klicken und schon habe ich die Checkbox verändert. Es gibt jetzt zwei Varianten, ein Label-Element zu verknüpfen mit einem Eingabefeld. Also vielleicht vorab, Eingabefelder sind alle HTML-Elemente, die ein Input sind oder Text Area und Select. So, wie mache ich das jetzt? Ich habe hier ein einfaches Eingabefeld, Input Type gleich Text, und dem möchte ich das Label Vorname zuweisen. Dann kann ich das einfach schachteln in ein Label-Element, schreibe hier Vorname und dann das Input-Element. Ich kann das auch umgekehrt machen, zuerst das Input und dann Vorname, dann erscheint es eben rechts vom Eingabefeld, so wie ich das hier gemacht habe bei dieser Checkbox. Oder wenn es etwas komplizierter wird, wenn ich zum Beispiel auch Tabellen verwende zum Auflisten, dann kann ich die Methode wählen, dass ich das Input-Element verknüpfe, umgekehrt, dass ich das Label-Element verknüpfe mit dem Input-Element durch dieses For-Attribut bei Label. Also ich habe Input, dem vergebe ich ein ID-Attribut, das heißt hier Jog. Und jetzt kann ich dem Label-Element das Attribut For zuweisen mit dem Wert Jog. Und Schokolade ist für den Nutzer sichtbar, das Jog ist für den Benutzer nicht sichtbar, aber es stellt diese Verknüpfung her, die ja sonst nicht gegeben wäre, weil sie nicht miteinander verschachtelt sind, sondern nur hintereinander folgen. Beide Möglichkeiten sind da und es gibt auch keinen Unterschied für den Benutzer, welche Möglichkeit ich hier wähle, ob ich das Label mit For verknüpfe oder ob ich das verschachtele. Wichtig ist, dass ich es überhaupt mache. Es gibt Fälle, bei denen ich nicht möchte, dass mein User Interface durch einen Bezeichner nochmal aufgebläht wird. Und dann kann ich das so machen, dass ich den Bezeichner versteckt zuweise über das Title-Attribut. Und also zum Beispiel hier in diesem Fall habe ich dieses Select-Element. Und da habe ich zwei Auswahlen, einmal diese Website und dann ganzes Web als Suchbereich. Und um jetzt das als Suchbereich zu kennzeichnen, kann ich einfach den Title dem Select zuweisen, Title-Attribut, Suchbereich. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Eingabefeld, das hier ein sichtbares Label hat, nämlich hier Suche. Ich habe also hier zwei Eingabefelder, einmal eines, das das sichtbare Label hat und dann eines, das ein unsichtbares Label hat über Title, was aber für Screenreader-Benutzer zugänglich ist und was auch erscheint, wenn ich mit dem Mauszeiger länger drauf bleibe. Es ist eine Möglichkeit, dieses Kriterium zu erfüllen, ist aber eine Notlösung. Und das Ganze gilt es jetzt auch noch für Gruppierungen von Eingabeelementen und deren Bezeichner. Also es ist ja wichtig, bei Formularen auch zusammengehörige Eingabefelder zu gruppieren und das macht man gewöhnlich mit dem Fieldset-Element und das zeichnet dann so einen Rahmen um diese enthaltenen Elemente. Ich kann das aber natürlich auch durch CSS anders gestalten und dieser Rahmen kann ein Text zugewiesen bekommen, einen Bezeichner. Und das mache ich mit dem Element Legend. Also hier ist es nicht Label, sondern Legend, hat aber die gleiche Bedeutung jetzt, dass ich einen Bezeichner für diese Gruppe von Eingabeelementen zuweise. Übrigens geht es ja bei dem Erfolgskriterium nicht nur um Bezeichner, sondern alternativ kann ich auch Anweisungen hinterlegen. Ich würde sagen, Bezeichner sind zwingend wichtig. Wenn ich dann zusätzlich noch Anweisungen schreibe,
die dem Benutzer helfen, das Formular auszufüllen, dann ist das natürlich noch besser. Und ein typischer Fall für Beschriftungen ist, dass ich kennzeichne, welche Eingabeelemente verpflichtend und welche optional sind. Hier habe ich ein gutes Beispiel, wie man es machen kann. Hier auf der Website der Bahn, eine Fahrplanauskunft. Und da sind eben alle verpflichtenden Elemente mit einem Stern gekennzeichnet. Sehen Sie hier Startstern, Zielstern und so weiter. Er ist auch noch rot gekennzeichnet. Es ist eben eine Konvention, dass man den Stern hier benutzt. Es wäre vielleicht noch optimaler, wenn ich das auch irgendwo erklären würde, aber man kann heutzutage annehmen, dass das eigentlich den Benutzern bekannt ist. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Placeholder-Attribut zu verwenden. Das ist allerdings keine gute Lösung. Besser ist es, wenn ich es so gestalte, dass ich, wenn ich eben Anweisungen geben möchte für ein Eingabefeld, dass ich das dann erscheinen lasse, wenn der Benutzer in das Feld klickt. Und es bleibt dann auch bestehen, wenn der Benutzer einen Text eingibt. Bei Placeholder geht es ja dann weg. Und wenn ich aber auf das nächste Element klicke, dann wird nur der Text für das nächste Element angezeigt. Das hat den Vorteil, dass ich immer nur eine Anweisung anzeige, genau auf den Punkt, an dem ich mich gerade befinde und das User Interface nicht übervoll dadurch wird und es schön übersichtlich bleibt. Das kann man durch JavaScript erreichen. Es gibt Bibliotheken dazu. Beim Erfolgskriterium 3.3.3 geht es um Empfehlungen, die dem Benutzer gemacht werden, um einen Fehler zu korrigieren. Also der Titel heißt Fehlerempfehlung. Und der Text lautet auf Deutsch, wenn ein Eingabefehler automatisch erkannt wird und Korrekturempfehlungen bekannt sind, also wenn das System selber korrigieren kann oder Empfehlungen machen kann, dann werden diese Empfehlungen dem Benutzer bereitgestellt. Das sollte man annehmen. Außer dies würde die Sicherheit oder den Zweck des Inhalts gefährden. Also bei Logins möchte ich natürlich nicht sagen, ob jetzt der Benutzername falsch war oder das Passwort oder beides. Das werde ich nicht sagen, um die Sicherheit nicht zu gefährden. Ein typischer Fall, auch hier wieder eine Fahrplanauskunft. Man hat eine Eingabe gemacht, die mehrdeutig war. Also ich hatte die Eingabe hier gemacht, Haltestelle Sand. Jetzt gibt es aber in Tübingen im Verkehrssystem drei Haltestellen, die das Wort Sand enthalten. Einmal Sand-Drosselweg, dann Sand-Nordring und dann unter Jesingen Sandecker. Und jetzt bekomme ich, nachdem ich die Eingabe abgesendet habe, eben die Möglichkeit, aus diesen dreien nochmal auszuwählen. Und das letzte Kriterium hier unter der Richtlinie 3.3. Das ist das Kriterium 3.3.4, Fehlervermeidung. Und es betrifft jetzt rechtliche, finanzielle und datenrelevante Webseiten. Es gibt übrigens ein Dreifach-A-Kriterium, das ist das 3.3.6, das Fehlervermeidung für alle Seiten vorschreibt und nicht nur für rechtliche, finanzielle und datenrelevante Webseiten. So, 3.3.4 ist jetzt ein bisschen umfangreicher, ich lese das einmal vor, für Webseiten, die eine für den Benutzer auftretende rechtliche Verpflichtung, also dieser rechtliche Aspekt, oder eine finanzielle Transaktion zur Folge haben, also bei Shopping-Seiten, oder die benutzergesteuerte Daten in Datenspeicherungssystemen ändern oder löschen, also wenn es um irgendwelche Daten des Nutzers geht, datenschutzrelevant. Oder die Testantworten des Benutzers abschicken, also wenn man irgendwelche Prüfungen oder Tests ablegt online, dann gilt zumindest eines der folgenden Punkte. Das sind drei Möglichkeiten, wie ich das jetzt so machen kann, dass es das Erfolgskriterium 3.3.4 erfüllt. Einmal reversibel, also versendete Daten sind reversibel, das heißt, ich kann, nachdem ich es abgeschickt habe, es wieder rückgängig machen.
Es hieße, ich kann eine Bestellung wieder stornieren. Oder zweite Möglichkeit, geprüft. Vom Benutzer eingegebene Daten werden auf Eingabefehler geprüft, überprüft und der Benutzer erhält die Gelegenheit, diese zu korrigieren. Also, wenn das System selber Eingabefehler prüfen kann und bei dem Anschein eines Fehlers den Benutzer nochmal darauf hinweist und ihn das korrigieren lässt, dann ist es auch okay. Oder die Option bestätigt. Es gibt einen Mechanismus, um Informationen zu überprüfen, zu bestätigen und zu korrigieren, bevor sie endgültig abgesendet werden. Das wird meistens so gemacht, nach dieser Option 3 bestätigt. Das sehen Sie hier auch zum Beispiel bei Amazon, dass man, bevor man die Bestellung abschickt, nochmal eine Übersicht bekommt, in der die Bestellung mit allen Informationen aufgelistet wird. Und dann eben auch diesen Button, wo man dann klar kennzeichnet, ich möchte jetzt diese Bestellung kostenpflichtig aufgeben. Das war Richtlinie 3.3 vorhersehbar aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.